Hurra, meine Damen und Herren, der Wahnsinn, der Exzess an der Wall Street geht weiter. Letztendlich angestoßen durch die Notenbanken, die so etwas möglich machen, was da derzeit passiert. Und wir wollen uns einmal ein bisschen anschauen, was genau da eigentlich abläuft. Wir hatten ja gestern den Börsengang von DoorDash, eine Plattform für Essenslieferungen, so ähnlich wie Delivery Hero. Und jetzt ist es so, dass gestern ja der Kurs zunächst von 75 Dollar dann auf fast 200 Dollar gestiegen ist. Markus Koch hat schön gezeigt, dass dann die Bewertung von DoorDash 120% des gesamten Essenslieferantenmarktes in den USA betrifft. Das heißt, dieser Markt von Essenslieferungen müsste noch 20% wachsen und DoorDash müsste dann 100% dieses 20% gewachsenen Marktes besetzen können, damit diese Bewertung gerechtfertigt ist. Und das ist natürlich sehr wahrscheinlich, zumal wir doch eigentlich davon ausgehen seitens der Wall Street, dass jetzt die Pandemie doch bald vorbei ist durch die Impfungen. Und diese Pandemie war es doch, die letztendlich solchen Firmen wie DoorDash die Geschäfte deutlich belebt haben, weil eben die Leute zu Hause bleiben aufgrund des Lockdowns, weil sie sich Essen nach Hause liefern lassen. Also wie das irgendwie funktionieren soll, das bleibt schleierhaft. Heute dann Airbnb, die an die Börse gehen, bis jetzt noch kein Kurs in dem Moment, wo ich hier das Video aufnehme, aber die Aktie, die war zunächst mal indiziert gestern bei einer ersten Zuteilung an institutionelle Investoren bei 68 Dollar und dann die erste Indikation 145 respektive 150 Dollar, also mehr als eine Verdopplung. Der CEO von Airbnb, der dann bei Bloomberg war und diesen ersten Kursindikation gesehen hat, hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, der war total sprachlos. Das war witzig anzuschauen und hat dann nur gestammelt, ja okay, je höher der Aktienpreis, umso höher die Erwartungen. Airbnb wäre, wenn es denn so kommt, mit 145 Dollar, wahrscheinlich gehen wir gleich bei 200 rein, wäre mehr wert als alle börsengelisteten amerikanischen Hotelketten zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wie da diese Erwartungen an die Zukunft noch irgendwie sich rechtfertigen sollen, das ist die große Frage. Wahrscheinlich spekulieren manche drauf, dass es größere Idioten gibt, die für noch teurere Preise dann die Aktien, die man schon eh völlig überteuert gekauft hat, einem dann abkaufen. Aber man steckt nicht drin. Und heute die Wall Street ja zunächst mal vorbörsliche Minus, die Futures im Minus. Der DAX hat insgesamt, glaube ich, minus 0,3% verloren, aber die Wall Street ist dann ins Plus gedreht. Warum? Weil Stimulushoffnungen dann reinkamen. Pelosi mit optimistischen Aussagen, dass man hier einen Stimulus-Deal hinbekommt. Es geht ja um diesen Deal um knapp über 900 Milliarden Dollar. Und die hat gesagt, naja, wisst ihr was, in weniger als 1000 Stunden wird Biden Präsident sein. Da lassen wir mal 5 Grad sein. Da werden wir uns eben jetzt erstmal auf dieses Paket einigen. Das hat der Wall Street sehr, sehr geholfen. Und diese Einigung ist nicht nur wichtig, weil eben Millionen von Amerikanern nicht mal wissen, wo sie was zu essen herbekommen sollen, sondern weil auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie wir hier sehen, deutlich gestiegen ist. War viel schlechter als erwartet, über 850.000. Auch die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge, waren deutlich schlechter. Also es ist schon notwendig, dass hier mal was passiert. Und wir sehen jetzt, um zu den Märkten zu kommen, diese absolute Manie, die jetzt seit dieser Impfstoffgeschichte da ist. Wir haben jetzt in Relation Value to Growth die größten Zuflüsse in Value-ETFs. In Relation zu Growth ETFs ever. Das ist also ein spektakulärer Wandel, der da jetzt plötzlich entstanden ist. Und wenn wir uns mal diese sogenannten Value-Firmen anschauen, dann verweise ich mal hier auf den Russell 3000. Es gibt einen Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000. Und hier sehen wir, dass vor allem seit Jahresbeginn die Firmen am besten gelaufen sind, die sowohl unprofitabel sind und Cash verbrennen, denn die haben knapp 40% zulegen können seit Jahresbeginn. Schlechter, dagegen deutlich schlechter, sind Firmen gelaufen, die profitabel sind und sogar Cash generieren. Die sind nämlich nicht mal um die Hälfte gestiegen. Also man sieht, es wird der ganze Dreck nach oben gespült, wenn man so will. Diese unsoliden Geschäftsmodelle, die schon vor Corona nicht funktioniert haben und nach Corona wahrscheinlich noch weniger funktionieren, die werden jetzt nach oben gejazzt. Das ist wirklich unglaublich. Insgesamt ja vor allem diese Exzesse auch am Optionsmarkt. Und wie diese Grafik zeigt, sind es vor allem Optionen in Sachen Einzelaktien, weniger auf Indizes, eben Optionen auf
Tesla, NIO, Nikola, vielleicht jetzt dann auch eben Airbnb und DoorDash, weiß ich nicht, aber jedenfalls sind die Privattrader hier massiv in Einzelaktien auf der Long-Seite, auf der Call-Seite investiert. Und wenn wir uns mal die Kursentwicklung anschauen jetzt seit Anfang November, dann sehen wir, dass sich das Ganze umgedreht hat. Vorher waren ja die Big Five, also die fünf großen Tech-Konzerne, waren die großen Gewinner. Jetzt sind die seit Anfang November 8% im Minus, während diese 495 anderen kleinen Aktien deutlicher im Plus sind mit über 6%, also verkehrte Welt, im Mindesten also eine Umdrehung der vorherigen Welt. Aber kommen wir zu den Thema Notenbanken, meine Damen und Herren. Heute ja Madame Lagarde, die Wunderbares verkündet hat. Man wird jetzt also das Anleihekaufprogramm verlängern, 500 Milliarden mehr in PEP stecken etc. Und jetzt sagte Jörg Krämer, nicht gerade ein Permabär einer Wald- und Wiesenfirma, sondern der Chefsvolkswirt der Commerzbank, sagt, ja, die EZB wird auch 2021 faktisch die gesamten Haushaltsdefizite der Eurozone finanzieren. Und genau darum geht es. Jetzt sagt ja die EZB, na, das ist doch keine Staatsfinanzierung, was wir machen, weil wir kaufen doch die Staatsanleihen von den Banken und nicht direkt von den Staaten. Also insofern ist es keine Staatsfinanzierung, gell? Und das ist natürlich auch völlig logisch. Also nicht, dass Sie da was verwechseln, ja? Nein, das ist keine Staatsfinanzierung durch die Hintertür. Wer so etwas glaubt, wird sofort exkommuniziert, meine Damen und Herren. Mohamed El-Erian, ehemaliger Chef von PIMCO, jetzt Berater bei der Allianz, hat gesagt, ja, ich kann verstehen, warum die EZB das macht. Die Wirtschaftsdaten werden schlechter, die ganze Geschichte um Corona, schwierig, schwierig. Aber das Problem sei doch, dass diese Sachen, die die EZB jetzt macht, faktisch der Wirtschaft praktisch kaum helfen. Bums, da hat der Mann einen wunderbaren Punkt, wie ich finde. Aber die EZB behauptet natürlich das Gegenteil. Man hat dann, und das ist interessant, nach der Pressekonferenz von Lagarde die Ausblicke für Wachstum und Inflation veröffentlicht und hatte gleichzeitig dazu gesagt, ja, es bestand Uneinigkeit innerhalb der EZB-Offiziellen. Ein Zyniker hat hier kommentiert, sie waren sich wenigstens einig, dass sie sich uneinig sind. Die Zukunft ist ja eh ungewiss, insofern sind solche Projektionen ja meistens für die Katz. Jedenfalls hat man die Wachstumserwartung für 2020 und für 2021 deutlich nach unten genommen. Dafür dann für 2022 und für 2023 nach oben genommen. Und wer weiß schon, was 2022 ist, wenn wir nicht mal wissen, was einigermaßen in 2021 passiert. Jetzt will ich nochmal zu dem Thema Notenbanken von einer anderen Perspektive kommen. Was Sie hier sehen, die US-Notenbanken erhöht die Gefahr eines Megacrashes, ist ein Artikel in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Und man führt hier aus, warum die Fed wirklich ein Problem hat und warum sie letztendlich die Märkte zerstört, wie ich finde, ein sehr bemerkenswerter Artikel. These 1 hier in diesem Artikel ist, dass die Fed sich vorwiegend an den Aktienmärkten orientiert, weil man sich sagt, okay, das ist doch eine Indikation für die Wirtschaft. Ist aber natürlich überhaupt nicht mehr der Fall. Seit den 90er Jahren, seit Alan Greenspan Fed-Chef war, gibt es diese Orientierung an den Aktienmärkten? Warum gibt es die? Weil die Fed davon ausgeht, dass wenn die Aktienmärkte 10% fallen, dann auch das BIP in den USA 1% fallen wird. Und das muss man verhindern. Also muss man letztendlich die Aktienmärkte stützen. Das tut man nicht direkt, indem man Aktien kauft, sondern indem man eben Quantitative Easing betreibt, all diese Geschichten. Und das Problem bei dieser Fixierung auf die Aktienmärkte ist ja, dass eigentlich nur ganz wenige davon profitieren. Die obersten 10% besitzen über 90% der Aktien, die untersten 50% besitzen 0,6% der Aktien. Und damit verwechselt also die Fed die Wirtschaft mit den Aktienkursen. Die haben inzwischen immer weniger miteinander zu tun und die NZZ, die ja hier sagt, wenn man sich an falschen Signalen orientiert, besteht die Gefahr, dass sich seine Handlungen als langfristig wirkungslos oder sogar kontraproduktiv erweisen. Das ist vollkommen richtig. Die Schweizer sagen ja übrigens das Fett, ja, nicht die Fett, sondern das Fett, ja, die Schweizer. Ja, super, oder? Also das ist ein guter Punkt und hier bringt es nochmal das auf den Punkt.
dass letztendlich die Märkte ja erwarten, dass jeder Rücksetzer dann von den Notenbanken aufgefangen wird. Und eigentlich müssten die Notenbanken dann Überraschendes tun, um überhaupt noch einen Einfluss auf die Märkte zu haben. Aber jedenfalls schaffen sie eine völlig absurde Situation, die irgendwann so aus dem Ruder läuft, dass möglicherweise nicht mal mehr die Fed irgendwann helfen kann. Also in der Schweiz kann man so etwas noch schreiben. Woran? Das wird man sofort exkommuniziert. Schauen wir uns dann die gute Laune an. Wie gesagt, die Aktienmärkte in den USA nach Eröffnung dann nach oben gedreht. Stimulus Hoffnung vor allem, aber sehr zur Freude von Christine Lagarde und Jerome Powell. Und einer der Exzesse, die wir hier sehen, passiert ja bei den Anleihen von Firmen, passiert bei der Verschuldung von Unternehmen. Wir sehen hier die sogenannte Leverage Ratio. Was ist diese Leverage Ratio? Das ist Berechnung dessen, wie viel Kapital eine Firma hat und wie viel Schulden davon sind, also wie viel des Kapitals, über das eine Firma verfügt, faktisch durch Verschuldung zustande gekommen ist. Und je höher diese Leverage Ratio ist, umso schlechter eigentlich, denn umso weniger krisenfest ist ein Unternehmen. Und wir sehen, wie seit 2019 vor allem hier diese Leverage Ratio bei europäischen Investment-Grade-Firmen nach oben gegangen ist, also bei jenen Firmen, die eigentlich noch einigermaßen gut dastehen, also Investment-Grade-Cent-Profis dürfen die kaufen. Und insgesamt ja die These, okay, wir stehen jetzt vor einem neuen Aufschwungzyklus, das ist ja sozusagen die Mainstreet oder die Mainstream-These an den Märkten. Jetzt fragt hier Julien Bittel, ja okay, wie kann das sein, denn die Marktkapitalisierung in den USA beträgt das 1,8-fache des US-BIPs. Das ist 157% über dem Durchschnitt der letzten Jahrzehnte und 29% über dem absoluten Hochpunkt der Dotcom-Blase. Wie auf solchen Bewertungsniveaus dann ein neuer, früher Zyklus, Aufschwungzyklus entstehen soll, das ist eine sehr, sehr große Frage. Der möchte ich mich anschließen, aber es zeigt eben die Exzesse, die heute nochmal beispielhaft auf den Punkt gekommen sind. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren, und herzliche Grüße in die Schweiz. Ich hoffe, wir sehen uns morgen dann in aller Frische, oder? Also bis dann, ich sage Servus und Ciao.